Herr Stamm, das Publikum hat sich sehr gefreut, dass ein Schweizer zum Rednerpult gegangen ist. Gibt es zu wenig Menschen wie Sie in der Schweiz? Ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die ausländischen Freunde, die hören gerne, was ein Schweizer zu sagen hat. Weil die sehen ja selbst, es wird ihnen von den Machthabern her erzählt, was die wollen. Den Deutschen wird erzählt, was sie für ein wohlhabendes Land sind. Die Franzosen, denen wird gesagt, das sei überhaupt kein Problem, die Einwanderung. Aber selbstverständlich haben diese Länder riesige Probleme und sie leiden unter der momentanen Situation. Ein Mann aus Estland hat Ihnen gesagt, Sie kommen aus einem Land, das die wertvollste aller Demokratien besitzt. Er hat Ihnen geraten, geben Sie gut darauf Acht. Wie gefährdet ist denn die Demokratie in Ihrem Land, in der Schweiz? Die sogenannte direkte Demokratie nach schweizerischem Muster, die ist in der Tat gefährdet. Weil es gibt Entwicklungen, die sagen, was irgendwie in Brüssel, was in Washington, wo auch immer diktiert wird, das muss auch die Schweiz übernehmen. Auf der ganzen Linie. Und das Paradebeispiel ist die offenen Grenzen mit der freien Zuwanderung. Das wird von außen diktiert und ist für die Schweiz außerordentlich gefährlich. Was haben denn dann die Nicht-Schweizer im Moment für eine Ausgangssituation? Europa und auch die USA, die Bevölkerungen, sind in einer schwierigen Lage. Die können nichts machen, weil die Armut wächst. Selbst in den sogenannten reichen Kalifornien- und New York-Gebieten, das ist ja unglaublich, die Armut. Wenn Sie Paris, wenn Sie Marseille nehmen, wenn Sie das deutsche Ruhrgebiet sehen, das ist ja ein Witz, wenn Sie sagen, Deutschland ist ein reiches Land. Wenn Sie mit offenen Augen durch Frankreich, durch Deutschland, durch die USA reisen, dann sehen Sie, der Bevölkerung geht es immer schlechter und das ist eine wahnsinnig bedrückende Entwicklung. Sie haben mit vielen bunten Perlen auf der Bühne ein unglaubliches Szenario visualisiert. Man kann richtig Angst bekommen, wenn man diese Dimension sieht. Was sagen Sie den Menschen, die unsicher sind und die Angst haben und vielleicht genau dadurch sprachlos geworden sind? So aktiv wie möglich an der Politik beteiligen. Leserbriefe schreiben, sich äußern, das ist notwendig. Man muss den Politikern beibringen, es darf nicht eine weltweite Machtkonzentration geben, sondern wir müssen überschaubare Räume behalten. Deutschland kann seine Probleme lösen, kann auch die Probleme des Ruhrgebiets lösen, solange sie relativ kleine Territorien haben. Wenn Sie einfach sagen, die Politiker, seien dies Obama oder Merkel, der mächtigste Mann der Welt, die mächtigste Frau der Welt, die können die Probleme nicht lösen. Die können nicht mit dem Finger schnippen. Aber wir, solange wir überblickbare Länder schaffen, wenn wir überblickbare Demokratien schaffen, dann können wir überleben und das muss man den Leuten sagen. Einige Mitredner haben heute aktiv zum Widerstand aufgerufen, zu Demonstrationen und zu, ja, ich sag mal, ganz anderen Formen von Widerstand. Wie schätzen Sie denn diese Maßnahmen ein? Ich mag Leute nicht, die über die Landesgrenze hinaus sagen, was die Bevölkerungen dort tun sollen. Ich mag Leute nicht, die mit dem Drohstock den schwarzen Peter verteilen. Sondern ich finde, vielleicht kann die Schweiz in einem gewissen Sinne, ohne arrogant zu werden, ein Beispiel sein. Wenn die Leute in Deutschland oder Frankreich sehen, da gibt es eine kleine direkte Demokratie, die machen irgendetwas besser, als wir machen. Dann kopieren die automatisch. Die Schweiz sollte sich hüten, nach außen zu sagen, wie man es machen muss, sondern sie sollte die eigene Aufgabe so gut lösen, dass es für andere ein Vorbild sein kann, ohne irgendwelchen Zwang anzuwenden.